Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt gehört, der Minister wird noch sprechen, aber ich hätte es auch verstanden, wenn Sie sich das gespart hätten. Ja, Herr Kollege, ja, Herr Kollege Grimm, nachts ist es meistens kälter als draußen. Also wenn die AfD dieses Thema Energiewende aufruft, dann befürchte ich Schlimmstes und das hat sich auch wieder bewahrheitet. Und langsam denke ich, es ist auch wirklich völlig zwecklos, dass wir uns ernsthaft hier mit diesem Thema mit der AfD auseinandersetzen. Ich fange gleich an, noch heute versuche ich es nochmal, aber das ist, glaube ich, dann auch das letzte Mal. Nicht, weil wir eine andere Auffassung vertreten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dafür wäre das Parlament ja da, um unterschiedliche Positionen auszutauschen. Aber Sie, meine Kollegen aus der AfD, Sie hauen hier wild mit angeblichen Fakten um sich, die am Ende des Tages meistens nicht stimmen oder auf der Grundlage von völlig surrealen Interpretationen beruhen. Sie nehmen nicht zur Kenntnis, dass Deutschland inzwischen längst nicht mehr allein ist und schon gar nicht mehr alleine Vorreiter in der Energiewende ist. Das ist ein globales Problem und viele Länder haben sich auf diesen Weg begeben. Nicht nur China, sondern auch Spanien. Dänemark hat das schon lange vor uns getan. Und alle ihre, da komme ich auch noch dazu, Herr De Jesus Fernandes, und alle ihre Reden zu diesem Thema, die haben aber einen wirklich grundlegenden Fehler. Es fehlt die Alternative. Opposition sein heißt nicht nur, zu sagen, dass irgendwas Mist ist. Opposition, da kennen wir uns aus. Aber auch das andere tun wir. Opposition heißt auch, Alternativen aufzuzeigen. Und das vergessen Sie ständig. Herr Minister, in diesem zumindest was dieses Feld betrifft, bin ich, glaube ich, die größere Fachfrau als Sie. Und dann frage ich Sie erneut, wie schon die anderen Male bei dem Thema auch, was ist denn Ihre Alternative? Wie stellen Sie sich die Energieversorgung der Zukunft vor, wenn Sie das EEG abschaffen wollen, Windräder verteufeln, Solarenergie für zu teuer halten, Biogasanlagen für Nahrungsverbrennung und die Energiewende als einen Fluch bezeichnen? Wollen Sie wieder zurück zur Atomenergie? Dann, okay, das ist doch mal ein klares Wort. Mit einem Endlager in Mecklenburg-Vorpommern, dann sagen Sie auch dazu ja. Wollen Sie neue Tagebaue für den Kohleabbau aufschließen und die Kohleverstromung wieder forcieren? Dann sagen Sie das bitte. Dann vergessen Sie aber nicht, wenn Sie für Atomenergie sind, dann vergessen Sie aber bitte auch nicht zu sagen, wie viele Milliarden diese Energieform an Subventionen verschlungen hat und weiter verschlingt. Genau, wenn man die Endlagerkosten bedenkt. Richtig, Herr Kollege Butzki. Sie behaupten, dass die Energiewende nichts Positives für Mecklenburg-Vorpommern bringt. Das ist einfach falsch. Sie blenden neue, gut bezahlte Arbeitsplätze aus. Sie blenden aus, dass wir eine Wertschöpfung inzwischen entwickelt haben, die durch die erneuerbare Branche generiert ist. Und da geht es mir nicht mal um die Anlagen selber, sondern auch um die Forschung und die Unternehmen, die mit innovativen Lösungen aufwarten. Sie blenden sämtliche Zukunftschancen aus, die sich daraus für Mecklenburg-Vorpommern ergeben. Sie behaupten einfach, dass die Energiewende Fluch ist für Mecklenburg-Vorpommern. Sie wiederholen das immer und immer wieder, getreu dem Motto, der beste Beweis ist die hundertmalige Wiederholung der Behauptung, auch wenn sie falsch ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen weg von fossilen und atomaren Energiequellen aus vielerlei Gründen. Wegen der Herausforderungen des Klimawandels, wegen der Beseitigung von Fluchtursachen, wegen der Ressourcenknappheit, wegen der atomaren Risiken und so weiter und so weiter. Das sei betont. Deshalb sagen wir, die Energiewende ist alternativlos. Der Weg ihrer Umsetzung aber nicht. Der ist nicht alternativlos.
Da würden wir Linke einiges anders machen wollen. Wir wollen die Menschen deutlich besser an der Wertschöpfung beteiligen und die Lasten, die zwangsläufig damit verbunden sind, ein Energiesystem, das über Jahrzehnte gewachsen ist, das schaltet man nicht einfach von heute auf morgen um und dann kostet das nicht mal was. Die Kosten müssen aber solidarisch auf alle Schultern verteilt werden. Wir wollen erzeugte Energie nutzen, Sektorenkopplung ist hier das Stichwort, und nicht wegwerfen. Dazu haben wir zahlreiche Anträge gestellt, wie das gehen soll. Von der AfD gibt es so etwas nicht und gab es bisher auch nicht. Da gibt es nur, wir sind dagegen und wir wollen das nicht. Sie geben außerdem den erneuerbaren Energien die Schuld an den steigenden Kosten allein, ohne irgendwie auf durchlaufende Kohlekraftwerke und den nötigen Kohleausstieg einzugehen. Sie kritisieren die Netzentgelte, dazu haben Sie heute allerdings nichts gesagt, und verteufeln die Windräder, ohne einmal zu diskutieren, ob die Windkraftbetreiber nicht auch einen Beitrag leisten können, um die Last von den Verbrauchern zu mindern. Sie diskutieren auch nicht die Frage, ob die Wälzung der Netzentgelte als Lösung des Problems auch im Land vorkommen muss. Das Bundesgesetz hat zwar eine einheitliche Wälzung der Netzentgelte der Übertragungsnetze geregelt, aber wir müssen hier im Land an die Verteilnetze ran. Denn dort, wo die Anlagen stehen, dort, wo wenige Menschen wohnen, dort sind die Netzentgelte am höchsten. Da auf Bundesebene in diese Richtung nicht viel passieren wird, zumindest haben wir diese Befürchtung, müssen wir auf Landesebene ran. Wo sind da an dieser Stelle Ihre Vorschläge, wie eine solche Wälzung im Land möglich ist? Ich habe dazu die Verteilnetzbetreiber an einen Tisch geholt und wir haben über Lösungsansätze diskutiert. Wir sind uns nicht in allen Fragen einig geworden, aber wir haben Ansätze gefunden. Von Ihnen habe ich sowas noch nicht gehört. Nein, meine Herren von der AfD, es reicht nicht, das Problem zu benennen und Stammtischparolen ins Parlament zu tragen. Sie haben die Verantwortung, Lösungswege aufzuzeigen. Und das tun Sie nicht. Frau Dr. Schwenke, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Schneider? Nein, danke, Herr Schneider. Meine Damen und Herren, die Energiewende ist beschlossene Sache und das ist auch gut so. Ein Zurück zu Atom- und Kohlestrom darf nicht mehr Teil der Zukunft sein. Die ständigen Versuche der AfD, die Energiewende insgesamt in Frage zu stellen, wird daran auch nichts ändern. Wenn Sie hier am Rednerpult so tun, als ob alle Menschen so denken wie Sie und nur die AfD die wahren Volksvertreter sind, dann sind auch das nur Behauptungen, die auch nach dem 100. Mal nicht richtiger werden. Ich habe, wie schon häufig, kürzlich wieder an einer Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern über einen geplanten Windpark teilgenommen. Da ging es hoch her, wie oft in solchen Runden. Aber nach ungefähr 40 Minuten meldete sich eine Frau, die etwa in meinem Alter ist, erzählte, dass sie aus Brandenburg kommt, aus einem Dorf, das es heute nicht mehr gibt. Denn alle Häuser mussten dem Braunkohleabbau weichen. Deshalb sei sie ihrem Sohn nach Mecklenburg-Vorpommern gefolgt und sie sei einverstanden damit, dass Windräder zukünftig mit für unseren Strom sorgen. Da war es plötzlich ziemlich still in dem Saal, das kann ich Ihnen sagen. Ja, meine Damen und Herren, ehe man ihn nutzen kann, muss der Strom rein in die Steckdose. Da bleiben vorläufig Wind, Sonne und Biomasse. Übrigens, eine neue Umfrage, letzte Woche ist die, glaube ich, gewesen, hat ergeben, dass 88% der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger für die Energiewende sind und das genauso sehen. Und das ist nicht Fluch, sondern Segen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.